Mahlzeit miteinander. Ja, ich war ja vor kurzem im Supermarkt meines Vertrauens beim Norma und da habe ich ja die Probierbox vom Martin Luther gekauft. Ja, wer sich darunter nichts vorstellen konnte, schaut bitte das vorherige Video an. Da habe ich ja schon eins der Biere von Martin Luther verkostet. Das hat mir jetzt nicht so geschmeckt. Drücken wir es einmal milde aus. Aber natürlich habe ich noch drei weitere Sorten und ich gebe nicht so schnell auf. Deswegen habe ich diesmal das Luther Starkbier. Schaut so aus. Das Mönchlein ist wieder drauf. So ist das Etikett. Eigentlich fast das gleiche, bloß andere Schrift. Und wir haben hier den Zusatz probierclub.de präsentiert das Bier des Jahres 2015. Ja, ich hoffe nicht, dass das Bier schon seit 2015 in der Flasche drin steckt, weil dann kann ich mir vorstellen, dass das nicht mehr schmeckt. Das schöne Zitat, das da unten drauf steht, ist: Der Himmel ist uns umsonst gegeben und geschenkt. Ja, dann hoffe ich mal, dass ich nach dem Bier nicht in den Himmel komme. Wir haben hier nämlich ein Bier mit 7,0% Alkohol, also ist schon was Stärkeres, also es kann einen schon umhauen, wenn man das nicht gewohnt ist. Ja, Zusätze sind Wasser, Gerstenmalz und Hopfen, Klassiker. Und wir haben hier auch wieder die Brauerei Neun Springe Worbis GmbH aus Leinefeld Worbis. Gesundheit. Ja, wie beim anderen auch. Ist ein Starkbier. Ich denke mal, es wird auch eher süßlich schmecken. Zucker ist bekanntlich beim Starkbier nach wie vor drin. Ich probiere jetzt einmal. Okay. Das ist jetzt eine kleine Überraschung. Füllen wir mal ein. Farbe schaut schon mal appetitlich aus. Auf den ersten Blick gefällt mir das. So. Man sieht's, es ist schon relativ dunkel. Geht so ins Bernsteinfarbene. Ist eigentlich recht ansehnlich und man sieht's, toller Schaum, schön dicht und wirklich sehr, sehr kleinporig. Der ist sehr fest und der wird auch fest bleiben. Kohlensäuregehalt ist im Normalbereich, ich würde sagen, könnte ein bisschen mehr sein für meinen Geschmack. Ja, aber es ist durchaus ein ansehnliches halbes Bier. Jetzt probieren wir nochmal und dann werde ich was zum Geschmack sagen. Schaum und Bier harmonieren sehr gut im Mund. Man schmeckt den Alkohol raus, man schmeckt ihn aber nicht irgendwie negativ raus. Das ist ja ein normaler Biergeschmack. Ich finde, diese 7,0%, die kämen da nicht rüber. Bitterstoffe sind gut. Leichte Noten von dem Hopfen, der dabei ist, das ist alles in Ordnung. Das Einzige, was ich jetzt vermisse bei diesem 7,0, das ist so diese typische Süße von einem Starkbier. Diese süße Noten und mir fällt ein bisschen negativ auf, dass im Mund einfach so ein schaler Nachgeschmack drinnen bleibt. Jetzt nehme ich vielleicht nochmal einen Schluck, vielleicht ist das auch bloß beim ersten gewesen. Na, tatsächlich bleibt einfach so ein, ja, so ein leichter Film im Mund. Ist ein bisschen schwer zuzuordnen. Was ich aber auch sagen kann, ist, es sind auf jeden Fall ein paar fruchtige Noten dabei, wenn man so gerade noch mal einen Schluck nimmt. Und ja, das mit dem Sauerstoff in Verbindung kommt. Es sind fruchtige Noten da von dem Bier. Kenne ich vom Starkbier so nicht. Finde ich ist eigentlich eine gute Sache. Dieses Bier ist schon mal jetzt auf jeden Fall besser wie das erste, das ich probiert habe. Und ich kann mir da auch vorstellen, dass ja, ein paar Experten, die dieses Bier des Jahres 2015 auserkoren haben, ja, daran Gefallen gefunden haben. Ja, ich finde das eine grundsolide Sache. Ich werde mir die Halbe jetzt auf jeden Fall schmecken lassen. Ich sage Prost, bis zum nächsten Mal.